Hallöchen, es ist mal wieder Lutsches Zeit. Wir machen das auch gleich mal auf. Heute zwar das Video ein bisschen später als sonst, aber naja. War zurzeit viel, viel zu tun. So, deswegen mache ich das Ganze heute mal ein bisschen zügiger. Das Lootbook Mai 2015, Happy Birthday, die Lootchest hat nämlich Geburtstag. Schöne Sache. Was haben wir hier? Einen Moment. Das bestimmt wieder ein Code. Ja, hier ist ein Code. Hier haben wir ein Spiel. Pixel Heroes. Ja. Scheint so ein Adventure zu sein oder irgendwas. Ist auf jeden Fall ein Freecode zum Downloaden. Ja, kann man haben auf jeden Fall. Oh, was ist das? Rocket Siva. Ein Headset für Laptop und PC. Sehr cool. Das ist, denke ich mal, das, was sie angekündigt hatten, dieses Geburtstagsplus für alle. Mega cool. Nur noch kapieren, wie das aufgeht. Ah, hier. Das passt gut, weil meine Kopfhörer am Handy haben ihre Zeit gesehen. Die sind fertig mit der Welt. Wow, cool verpackt. Hab zwar noch nichts von Rocket. Das ist mein erstes Produkt von Rocket. Man hört aber eigentlich nur Gutes. Soweit. Mega cool. In-Ear-Kopfhörer sind das. Hier haben wir noch verschiedene Pads. Geile Sache, ey. Bisschen verknies-knaddelt. Sehen richtig hochwertig aus. So ein Flachbandkabel, was nicht so leicht bricht. Schön hier mit Logo, so Samt gemacht. Gucken, wie lang das ist. Das ist ja eine geile Sache, ey. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass sowas dabei ist. Ordentlich lang. Richtig geil, ey. Werde ich auf jeden Fall schnellstmöglich mal probieren. Kommen wir gleich zum nächsten. Ah, davon war ja schon mal an der Loot Chest eine Sportdose von Street Fighter. Hintergrund nervt mal wieder meine Katze. Das hier ist ein Schlüsselanhänger. Oh, ich hasse solche Verpackungen, ey. Wahnsinn. Okay. Also, hell ist sie nicht, aber auf jeden Fall cool. Nettes kleines Ding. Dann haben wir hier mal wieder was von den Rocket Beans Unterschriften. Ich weiß ja nicht, ob ich sie noch zusammenkriege. Das war Simon, Nils, Eugen, glaube ich, und keine Ahnung. Aber schon von Alexi, Bexi und sowas. Autogramme. An die Wand werden die dann auch kommen. Ein Center Shocks. Dann würde ich nachher meine Frau ärgern. Jetzt haben wir hier so eine Art Lego von Star Trek. Ich wollte schon wieder Star Wars sagen. Mal aufschneiden. Ups. Heute alles mal ein bisschen rabiater. Viel, viel Schreibsgedöns. Aufkleber. Wahrscheinlich Warnhinweise, dass es Kinder nicht essen sollen. Okay. Bauanleitung. Sticker. Hier sind dann die Teile, so ein Lego-Verschnitt. Werde ich jetzt aber nicht aufbauen. So viel Zeit habe ich heute leider nicht. So sieht es dann aus. Das ist, denke ich mal, Enterprise oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Star Trek überhaupt nicht aus. Das ist halt so ein Lego-Verschnitt. Creo. Created. Auf jeden Fall coole Nummer. Kann man haben. Und wieder ein T-Shirt. Richtig coole Sache. Mach's mal eben auf. Das
das Ding hier zum Aufmachen. Machen wir es halt wieder mit Gewalt. So. Richtige Größe wie immer. Und wir haben. Was haben wir? Titan Pilot Training Academy. Titanfall nehme ich mal an. Geiles Spiel habe ich damals in der Beta-Phase, in der frühen Beta-Phase spielen dürfen. Aber gekauft habe ich es mir irgendwie nie. Dann haben wir noch einen Sticker von dem Commodore 64. Richtig cool, den habe ich damals schon mal gesehen bei der Loot Crate oder sowas. Jetzt habe ich auch mal so einen. Und mal wieder ein Loot Chest Aufkleber. Habe ich aber hier schon irgendwo. Irgendwo auf dem Tisch. Aber coole Sache. Mal wieder eine coole Loot Chest, wie ich finde. Echt mal was anderes. Vor allem das mit den Rocket Kopfhörern. Ist richtig, eine richtig coole Aktion. Mal gucken, was die kosten. 29,99 €. Nicht schlecht. Ja, die Preise, das ist halt immer so eine Sache, ne? Das Plus war jetzt dieser Anhänger hier, dieser Anhänger, Center Shock. Das Booklet ist diesmal ein bisschen kleiner gehalten. Ziemlich schmales Booklet, aber wieder richtig hübsch gemacht. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und auch, wie sagt man, die Aktivität von euch auf dem Channel ist echt bombastisch. Also was Likes und Kommentare angeht, kann ich mich echt nicht beschweren. Es freut mich, dass meine Videos und die Arbeit, die ich da reinstecke, euch gut gefallen.